Niki, du bist nach 3 Jahren wieder zurück beim ESV. Was hat dich dazu bewogen, wieder das geharzte Leder zu werfen? Ja, ich habe mir gedacht, dass ich einfach nochmal eine neue Herausforderung brauche. Jetzt bin ich noch jung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Du hast ja mit vielen von deinen Mannschaftskollegen schon in der Jugendbundesliga hier und in der dritten Liga beim ESV zusammengespielt. Hat das eine Rolle für dich gespielt? Ja, klar. Ich meine, mit denen ich schon gespielt habe, die waren hervorragend. Und jetzt nochmal von denen was zu lernen, auch von der Franzi jetzt, die jetzt schon Nationalmannschaft gespielt hat, da kann ich mir schon noch was abschauen. Jetzt haben wir ja zum ersten Mal 4 Linkshänder im Kader mit dir. Auf welcher Position spielst du denn am liebsten? Hier glaube ich in der dritten Liga dann lieber auf Außen, weil auf heute werde ich dann glaube ich zu klein sein. Ich glaube, da fehlt mir noch ein bisschen was. Und wie ist deine Zielsetzung für die Saison? Was hast du dir persönlich vorgenommen? Was stellst du dir mit der Mannschaft vor? Also persönlich habe ich mir vorgenommen, dass ich das körperlich schaffe, auch verletzungsfrei bleibe. Und mit der Mannschaft will ich auf jeden Fall oben mitspielen. Und ich sehe da auch nichts im Wege stehen. Also es kann nur gut werden. Und ja, es wird eine geile Saison und ich freue mich drauf. Danke dir.